Jo Leute, einen bombastischen guten Tag, ich liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Ender Games Serie, würde ich jetzt mal sagen. Der Kit-Vorstellung, wie es immer im Titel steht, sagen wir mal. Ja, und heute kaufen wir das Skorpion-Kit. Ja, ich habe mir alle Kits mal durchgesehen. Und ich habe jetzt keinen Bock, Schenken-OP-User zu sein. Und wie Vampir ist ganz cooles Kit, das kaufe ich mir vielleicht auch noch. Ich habe jetzt schon 27.000 Coins. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem Skorpion an. Wir kaufen's. Und nehmen mal kurz die Reihenfolge. Als erstes eine Ankartrunde, in der ich jetzt gekauft habe. Blablabla. Dann spielen wir die Runde und dann im Nachhinein, falls die erste Runde noch nicht so lang genug war, spielen wir dann noch eine gute Runde, in der wir das Kit gut used haben. Das passt mir irgendwie in jeder Folge. Vielleicht bleibt's ja auch so. So. Komm. Hier komm, lass mich in die Runde rein, bitte. Dankeschön. Jo, und dann kaufen wir hier. Nehmen wir das Skorpion-Kit. So, und das Skorpion-Kit, das haben wir gekauft. Fähigkeiten sind, sobald der Spieler schlägt, werden diese für 6 Sekunden vergiftet. Wenn er einen Pfeil mit einem Spieler abschießt, die Getroffenen für 2 Sekunden vergiftet. Des Weiteren ist er immun gegen Vergiftung, Ausrüstung, grüner Lederharnisch. Schon oft gegen das Kit gespielt und super nervig. Also das Kit kann einen echt in Rage treiben. Wenn die dann immer kommen, hui, ich schlag dich. Und dann bist du vergiftet. Du giftest runter. Die schießen dich weiter mit dem Bogen ab. Das kann ich kirre machen, ey. Das kann ich euch versprechen. Aber das mal zu haben, das ist doch vielleicht auch mal ganz nice. Und was machen wir das jetzt? Kommen wir jetzt erstmal ein leichter MLG. Crosser Boot hier. So. Oh mein Gott, wie dumm. XXXX. Vielleicht ist das ja XXXX Stegi bei XXX Stegi XX. Tschüss. Jo, wahrscheinlich. Ich laber gerade viel zu viel. Wir spielen gerade mit dem Zick-Zack-Pack 2.0. Ziemlich fresh. 3.0 schon draußen. Basti GAG. Immer ein Muss. Klar, aber wollte auch nochmal oldschool ein bisschen was reinbringen. So, in 5 Sekunden geht's los, Leute. Und meine Ingame-Sounds sind eigentlich viel zu laut. Und wir haben überhaupt nichts gemacht. Wie immer muss ich an der Stelle schon sagen, ich habe heute schon ein bisschen was gezockt. Wenn wir mit Craften fertig sind, können wir dann vielleicht mal die Sounds leiser machen. Oder wir machen es einfach jetzt so. Das ist doch gleich schon viel angenehmer für meine Ohren. Weil sonst muss ich die laut machen, weil ich so Remixe höre, während ich zocke. So. In der Wüste habe ich ein paar Kisten gesehen. Also holen wir uns Holz und schwimmen da mal ganz geschwind hin. We are the crazy people. Dum, 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 dum. Ah. Sorry, Leute. So. Gut, craften wir einen Knopf. Och, come on. Der ist ein Zielsucher. Ist nicht wirklich gerade gut. Dieser Start ist echt mau. Sehr, sehr mau. Scheiße. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir brauchen Kisten. Wo sind die Kiste? Ohne Kiste. Nein, das ist keine Kiste. Oh nein, das ist eine böse Kiste. Ich möchte keine böse Kiste. Nein, nein. Help. Please, geh weg. Cool, Delfin. Please, geh weg. Komm, Delfine sind böse. Nein. Er geht weg. Oh, wie süß. Netter Typ. Seriously? What the fuck? Komm mal. Guck mal, sie sind weg. Wir haben sie abgehängt. Ja! Schnell! Schnelle! Reite, Bibis! Beauty Palace! Reite so schnell wie der Wind! Thank you! So, dann machen wir uns jetzt ein Eisenschwert. Oh mein Gott! So Leute, das
Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde, ne? Tschüss. Hallo, willkommen in der nächsten Runde. So, ich spiele jetzt wieder den Skorpion. Und jetzt ist meine Stimme wieder normal. So. So, dann gehen wir jetzt mal hier in die Mitte. Side of Life. Und gucken uns den neuen Kinofilm von Michael Bay an. Wir haben sage und schreibe 8 Dias. Und sage und schreibe 5 Heil Bottles of Healing Bottles. Bibi's Beauty Palace. Tschüss. Dam 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 da da dum dam dum da da dum dum di da da dum di da 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 dum 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 di di dum. Ui, ich bin schneller. Ohne Scheiß, dir Bruce Panzer incoming. Komm, gib mir einen Baum. Ich brauche einen Baum. Ganz dringend, komm. Komm bitte, lass mir hier einen Baum geben. Komm, gib mir einen Baum. Geil. Nein, 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 nein. Alter. Leck doch nicht. Scheiße. Och, ihr seid blöd, ey. Was habe ich mir denn getan? Ey, geh weg. Leute, ich bin gerade ein bisschen gestresst, vielleicht versteht ihr das. Vielleicht auch nicht, denn hier ist gerade jemand hinter mir. Okay. Ist noch ein okay. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich auch geportet. Und kann mir endlich irgendwas machen. So. Thank you. Du bist echt nett, ey. So. Lässt mich sogar meine Sachen craften. Ender Games, ich liebe dich. Ich hasse es, dass hier die ganze Zeit Lags sind. Ist ein bisschen blöd. Aber ohne Scheiß, wir haben jetzt echt krasse Sachen. Und wir haben Karotten. Habe die ganze Zeit in meinem Inventar nach Essen gesucht, das wir tatsächlich haben. Und wir tracken Huntela 30. So, und jetzt gehen wir tatsächlich drauf, denn tatsächlich ist es echt krass drauf zu gehen. Denn wir wollen dieses Kack-Kit jetzt auch mal ausprobieren. Und nicht die ganze Zeit weglaufen. So, ja, 50 Blöcke. Kann man machen, kann man mal moken. Wir sind hier... Was ganz viele YouTuber am Faken, wir bösen Kinder. Kinders. So. Muss mir kurz diesen Shit hier snacken. Wir spielen immer noch mal mit Zick-Zack-Back 3.0. Und jetzt... Jetzt holen wir uns den kleinen Schlawiner mal. So. Geil. Krass. War krass, der war Schinken, ne? Ja, war. GG. Kann man auch mal moken. Ja, ja, der möchte uns jetzt auch rankommen. Aber so wird das nichts, mein Freund. Haben wir einen Bogen? Nee, doch haben wir. Tatsächlich haben wir einen Bogen.
Und jetzt haben wir noch mal vergiftet. Ich war jetzt gerade sehr, sehr lange still. Yo, krass, Mann. Alter, das kommt ins Pre-Intro. Das war krass. War auch wieder sehr, sehr nicer Dicer. Guck mal, diese Serverlecks sind aber trotzdem schlimm. Du kannst dir sagen, was du willst. Sie sind schlimm. Die Runde sieht auf jeden Fall nicht gerade schlecht aus. Muss ich wirklich zugeben. So. Sogar ein Rückstoß schärfe, schwerer Rückstoß. Doch, Rückstoß ist... Kann man mal machen. Das können wir mal echt ausprobieren. Ob das nicht echt stärker ist als das normale bei diesem Kit. Denn er wird weggeboostet. Und das ist doch für uns eigentlich nichts Schlechtes, wenn der Gegner nicht an uns rankommt. Wir haben eigentlich genug Pfeile, müssen wir jetzt nicht im Evil in der Hotbar haben. Hui! Und da sehe ich die Enderperle. What the fuck? Das könnten wir sogar gewinnen. Weil einfach... Tatsächlich wir... Wir wurden von unserem eigenen Pfeil vergiftet. Aber uns macht ja keine Vergiftung was aus. Ich glaube, der Typ ist high. Bin mir aber echt nicht sicher. Ist auch der letzte. Nee, ich glaube, er möchte raus aus dem Wasser. Wir können mal mit der Enderperle hinterher. So. Hopp, hopp, hopp. Mir macht eine Vergiftung nichts aus, mein Freund. GG. Vor dir. Easy besiegt, Leute. Was soll man dazu groß noch zu sagen, ne? Das ist die zweite Runde. Die ich spiele. Wir haben GG geschrieben, ganz brav, aber ja. Kann ich nur sagen, das geht ist echt stark. Kann ich echt nur so sagen. Echt krass. Wow. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und schreibt immer noch. Es kam zwar nie was, doch es kam mal von einem, der hat gesagt, ich soll Enterhaken spielen. Ich hatte aber schon Enterhaken gespielt. Also, lieber Freund, guckt nochmal, ne? Ja, dann guckt einfach mal, was ihr noch für Kids sehen wollt. Denn ich habe jetzt schon wieder 7000 Coins und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüssi. Warte, ich muss ja noch einen guten Abgang machen, das ist klar. So, tschüssi.